Ein herzliches Willkommen zurück zu Ark Aberration. Und wo bin ich? Hier. Wir wollten zum blauen Biom. Wir wollten den Megalo holen. Beziehungsweise, guck, vielleicht finden wir ja auch noch ein Männchen. Ich möchte schon ein hochlebriges Männchen haben, weil ich möchte züchten. Weil ich glaube, dass die ziemlich stark sind. Ich meine, ne? Megala ist schon ziemlich stark. Und ich möchte diesen Ankylo haben, wenn er denn noch da ist. Look. So. Durch die Bäume. Yeah. Ich weiß nur nicht genau, welchen Abgang ich jetzt nehmen muss. Ups. Mit der Krabbe unterwegs zu sein, macht schon ziemlich viel Spaß. Man wird eigentlich von nichts angegriffen, man kann alles aufheben. Man kann alles mitnehmen und ja. Man ist eigentlich ziemlich unbehelligt von allem. Kann man sich hier in Ruhe umschauen und bis auf natürlich Rock Drakes und andere Krabben. Gut. Warum diese Krabben dann plötzlich sich gegenseitig angreifen, beziehungsweise warum greift ein Spino eine gezähmte Krabbe an? Aber keine wilde. Ne? Woher weiß der, dass die gezähmt ist? Nur weil da oben jemand drauf sitzt? Das sieht ja doch gar nicht so richtig. Behaupte ich jetzt einfach mal. Mal gucken, ob hier eine neue Basilisk ist. Ach, wir wollten ja noch runter in die Schlucht, ne? Ja, das wollte ich ja machen mit den Megalos. Mit den Megalas, wollte ich jetzt sagen. Achso, hier ist ja auch noch ein Abgang, ne? Ich glaube, das war da vorne. Ja, genau. Andere Seite gehen wir später. Wie viel Schaden hat er denn gemacht, das der Bär? Boah, schon eine ganze Menge, ne? Dieser 18er Bär hat, guck doch mal hier. Alles voll. Ganz viele Krabben. Und ganz viele Spinos. Das ist eine 40er. Ja. Spino ist. Da ist ein 36er Bär. Okay. Der ist noch viel hübscher als der andere. Wir machen das aber nicht mit der Grabe. Wir haben festgestellt, das geht nicht. 72. Jo. Männlich. Wieso sind die alle männlich? Gibt es keine Weibchen? Doch. Gibt auch Weibchen. Ich möchte schon Weibchen haben. Da vorne ist wieder so ein hübscher Spino. Zumindest sieht der nicht so hübsch aus. Ich wusste es, dass der klein ist. Guck doch mal, der ist lila und der leuchtet so extrem. Dreh dich doch mal. Dreh dich. Guck mal, der hat eine grüne Schwanzspitze. Oh, der ist aber hübsch. Ist der hübsch. Wieso sind die Hübschen alle so klein? Achso, das war nur ein... heißt das gleich. Skorpion. Oh. Schengelfest. So. Wir kommen mal ein bisschen an der... Oder wir gehen mal zur Pflanze, zur Heilpflanze. Wo war sie gleich? Hier irgendwo. Da vorne. Pass auf, der... Stego ist auch klein. 16. Ja, geht eigentlich noch. Der ist nicht ganz so hübsch. Ich finde das schön, wie die oben da diese Platten. Da ist ein Bärli. 48. Hier werden sie schon größer. Gut zu wissen. Gucken, ob der später immer noch hier ist. Und Titanboas kann man wohl zähmen. Habe ich das schon gesagt? Das ist aber auch neu. Ich glaube, mit befruchteten Eiern. Ist das egal, mit welchem befruchteten Ei? Da ist die Affe direkt hier oben. So.
32. Da gerade hier, da. Deswegen sind wir nochmal unterwegs, wegen dem 120er Ankühlung, ne? Nicht wegen Scheinhörnern. Scheinhörner haben wir am letzten Mal gerettet. Aber da oben ist ein Megalo. Wahrscheinlich ist das Level 4. Nein. Erst so und dann so. Level 20 mal ausnahmsweise. Habe ich meine Maske auf? Ja. Dass ich jetzt hier irgendwo durchlaufe. Schnecken müssten man die auch mal mitnehmen, ne? Aber ich habe immer noch keinen Sweet Veggie Cake. Wo kriege ich denn den Harz her? Aus diesem anderen, aus diesen dicken Bäumen da? Wir müssen mal einmal einen Harzsammler herstellen, aber die kosten so viel. Ich brauche erstmal Metall. Ich glaube, da unten irgendwo, ne? Da waren ja auch Rock Drakes, ne? Müssten wir hinkriegen, oder? Kriegen wir doch hin. Was bist du? Nur 28. Ja gut, unser Barbdog hat auch nicht... Au! Ausgeschlagen, sozusagen. So macht das Spaß, hier rumzulaufen, wenn man nicht angegriffen wird von den blöden Atropleuras und den Schlangen und so weiter. Dann macht das Spaß. Dann gehe ich hier gerne lang. Da vorne ist ein Rock Drake. Der 104er. Gerade mal gucken. Was habe ich denn an Nahkampf? 492. 18.000 Leben. Was hat der denn daneben? I don't know. Sollen wir es besser nicht riskieren? Das ist doch der, der unseren Hund umgebracht hat. Eigentlich müsste ich mich rächen. Geh doch mal weg. Oh. Sorry. Oh. Ich wollte doch nur die Bäume weghauen. Es tut mir leid. Gut, ich habe aber direkt wieder gelevelt. Mal ein bisschen was in den Nahkampf reintun. So, 500. So. Was da vorne? Hier war auch irgendwo Crystal. Also hier ist überall Kristall so versteckt. Da ist ein Hoodie. Wo ist er? Hab ich ihn? Da ist er. Das kann ich natürlich nicht gucken. Ist auch egal. Tschüss. Nee, shit, hier war das nicht. Ja. Metall. Hm. Was kämpft denn der da? Hund. Ich stehe nicht gerade weggemacht. Ich hab mich verlaufen. Hier unten, man hat auch keinen Orientierungssinn hier unten. Springen wir hier runter. Das könnte. Nee, hat nicht wehgetan. Komm raus da. Nur mal gucken, ob ich hier irgendwas sehe, was mich daran erinnert. Was wiedererkennen. Hm.
War das hier irgendwo? Hier sind ganz viele Ankylos. Ich guck mir die gleich an. Ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, ich hätte jetzt irgendwas wiedererkannt, aber ich glaube nicht. Er schlägt doch noch nicht aus, unser Babdock. Die ignorieren wir jetzt alle einfach mal. Oh, wo war das gleich? Wo war das jetzt gleich? Ist ja ätzend. Rock Drake. Sehe ich von hier aus. Hä? Haben wir gerade von da oben runter geguckt? Sag mal. Ich glaube schon. Das kommt mir ja so bekannt vor jetzt. Wo ist denn jetzt der Rock Drake? Da hinten. Das wird ein bisschen falsch. Aber nur ein bisschen. So. Sehr interessant hier alles. Ich sollte mir Schilder aufstellen. Wäre vielleicht meine Maßnahme. Hier entlang. Gucken wir gerade mal, was die hier so haben. 12. Und der. 32. Ist mir zu klein. Au! Da sind. Alles voll von denen. Oh, ich habe gedacht, ich finde das sofort wieder. Oh. Ärgerlich. Super ärgerlich. War ja auch gar nicht so schwer. War ja eigentlich irgendwie in der Nähe eines Aufgangs. Aber anscheinend nicht hier, oder? Nicht runterspringen. Nicht runterspringen. Hier? War das hier vielleicht? Ach, hier könnte das gewesen sein. Oder? Es sieht alles gleich aus hier. Es sieht alles gleich aus. Ich habe auch keinen anderen Megalo jetzt gesehen. Wo hänge ich denn hier? Da. Doch, könnte hier gewesen sein, ne? Nee. Oh Gott. Baum weg.
Na gut, ich war ja eine Weile unterwegs. Das schon. Wir suchen einfach weiter. Ich möchte... Entschuldigung. Diesen Kilo jetzt haben. Jetzt zeigt er mir hier was an. Wo denn? Die ist platt. Hier noch ein Tier, was hier ist weg. Aha, da oben irgendwo. Wahrscheinlich. Nee, jetzt ist es wieder weg. Hier irgendwo. Da! Könnte dir das sein? Ha! Ich habe ihn wieder gefunden. Hihihihihi. Du bist jetzt mein. Oh, ist mein Licht aus? Einen Moment. Wir bleiben jetzt mal hier stehen. Das erleuchtet mich auch so ein bisschen. Und dann gucken wir mal, ob wir den... Da ist der Megalo. Der ist rausgekommen. Ja, holen wir uns. Den holen wir uns zuerst und dann werden wir gerade mal gucken, ob mein Licht noch aus ist. Ja. Ja. Kaum aus dem Wirkungsbereich raus kommen schon wieder hier die blöden Viecher. Ja, komm. Komm ins Licht. Immer noch aus. Also wirklich, es ist ja. Oh. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Nicht, dass wir den da verletzen. Muss nicht unbedingt sein. Ja, mein Nemnis gibt es natürlich auch schon weg. So, jetzt gucke ich gerade mal. Ich hätte mal eben einschalten hier. Hör auf. Boah, du musst aufpassen. Ich höre doch, Nameless. Ich habe doch gerade Nameless gehört. Und ich höre einen Rock Drake. Da. Gucken, ob ich ihn krieg. Irgendwie. Ach, nur ein 12er. Ist das hier der... Ja. Ich stelle ihn mal ein bisschen mal abseits. Der ist doch nicht sauer, oder? Wenn wir den jetzt hier einfach... hier hinsetzen. So. Wo ist er? Da ist er. Oh, ob das jetzt so eine gute Idee war, das mit der Krabbe zu machen, sag mal. Oh, ich glaube nicht. Oh Gott. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo hinstellen kann, wo ich ein bisschen sicherer stehe. Hier vielleicht so. Gucken wir mal. Ja, toll. Es geht eigentlich.
Komm schon. Na, komm mal. Aber hier stehe ich ganz gut, glaube ich. Wo rennt er hin? Nimm mal ganz kurz. Wo rennt er hin? Wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen und hoffen, dass der einfach da hängen bleibt und nicht weggeht. Liegt er? Nee. Oh, ich hab gedacht. Steht immer noch. Steht immer noch. Und immer noch. Jetzt. Perfekt. Lass mal das hier weg. Oh. Sehr gut. Okay. Der kann ja jetzt mal ein bisschen schlafen. Irgendwo ist hier der Rock Drake. Ich muss hier mal eben erledigen gehen. Ich höre ihn. Da ist er. Du wirst nichts an. Ach, jetzt weiß ich auch immer, wer hier die komischen Geräusche gemacht hat. Der Megalosaurus. Gut, wir nehmen. Du sag mal. Bist du etwa. Der 120er? Tatsache. So. Wait. Drake. Rock Drake. Komm her. I hope du bist alleine. Oh, das schaffst du. Perfekt. Perfekt. So. Den nehmen wir mit. Perfekt. So, ich stelle mich hier hinten irgendwo hin. Werde den auch mal eben betäuben, dass wir beide gleichzeitig haben. Wo ist der hier? Der ist da. Okay, und hoffen, dass jetzt hier keine. Oh. Wait. Wir gehen mal hier hin, weil wenn der betäubt ist, ist es ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt hier den so in der Hand trage, natürlich. Ne? Und dann, wenn ich dann versehentlich haue ich dann zu und dann. Moment. Passiv pfeifen. So. Ich hoffe, jetzt kommt nichts. Das wäre sehr ärgerlich. Und drei. Oh, ich weiß nicht, wie viele Pfeile der braucht. Wie viel hat der andere gebraucht? 30 oder so. Hm? Nee, ich hatte sogar noch mehr Pfeile eingeschossen. Ich hatte über 100. Ist das? Ich sehe nichts. So, 10 im blauen Biom ist doch gut, oder? Das ist überhaupt nicht gefährlich.
Au! Was du denn? Hör auf damit! Wackelt dir hier so rum? Du kannst nicht so einfach so wackeln. Dann schieße ich dich noch an. Nicht gut. Ich muss gleich mal mit meiner Krabbe zur Heilpflanze. Und dann mal eben Fleisch besorgen und Beeren. Betäubt? Ach so, ich hab schon gedacht. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Okay. Liegt einigermaßen sicher. Und ja gut, liegt zwar nicht jetzt, wer weiß wie sicher, aber hier ist gerade nichts. Und ich werde mir eben Fleisch und Beeren besorgen und werde die mal eben ausziehen und dann sehen wir uns gleich. Wir haben ein kleines Problem. Hehe. keine Ahnung, wie ich die da jetzt wegkriegen soll. Komm her. Ja, die stand vorhin plötzlich hier vor mir. Ich war einfach nur mal kurz gucken, weil da vorne sind wohl Perlen. Und jetzt ist sie dahin gelaufen und ich krieg sie nicht mehr weg. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Abschießen? Das war ich am einfachsten, ne? Stirb, du Sau! Geh weg von meinem... Ups. Ja, das sind Betäubungsfeile, aber das ist eigentlich jetzt auch egal, oder? Wollen wir noch irgendwas betäuben? Ich weiß es nicht. Weg! Geh weg! Ich will aber nicht mit der Krabbe jetzt dahin gehen, um die da jetzt zu... Keine Ahnung, wo die herkommt, sag mal. Aber die scheint da unten meine... nichts anzugreifen. Ja, du hängst fest, du blöde Kuh. Du hast dich ja auch da blöd hingestellt. Was ist, wenn ich auf die... Na, ist egal. Komm, stirb jetzt. Oh. Hat die denn noch viel, oder? Nein. Oh Gott, nee. Also der Megalo ist fast gezähmt. Komm, noch ein, zwei Schüsse vielleicht. Der hat doch mal nichts getan, ne? Aha, guck da raus. Ein bisschen näher ran. Oh. Genau. Blöde Drecksau. Oh, Gott sei Dank, ich habe schon echt Angst gehabt. Wie lange brauchen die denn noch? Du hast... Oh! Er hat kein Futter mehr. Oh! Shit, 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 shit. Ich hab gedacht, das reicht. Okay. Mist, Mist, Mist. Komm. Schnell, Futter wieder rein. Da. Was habe ich schon gerade erst aufgefressen? 57. Und du? Bis bei 35. Oh, das dauert noch ein bisschen. Okay. Oh, ich war nur da unten gucken und da unten sind Perlen. Okay, ich würde sagen, oh, mir geht's jetzt doch nicht mehr ganz so gut. Ich zähle die eben noch aus. Und dann bringe ich die nach Hause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann. Bis dahin. Ciao.